Meine Damen und Herren, liebe ZDF Magazin Royal Zuschauerinnen, Sie wissen, Deutschland ist ein Land, das hart durchgreift. Bei Abschiebungen, bei Drogenhandel oder wenn kleine miese Typen rumnerven. Weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können wir gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Fahrer jetzt das Gelände verlässt. Nee. Und möchte gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir. Möchte ich gerne. Sitzt mal ganz entspannt. Ja, die Behörden in Deutschland sind gnadenlos und konsequent. Es sei denn, es ist gleichzeitig Pandemie und Bundesliga. Ah, und eingewechselt zur vierten Welle mit der Nummer B1129. Omi! Komm! Danke! Bitte! Ah, am Wochenende. Am Wochenende 50.000 gut gelaunte Kontaktpersonen im Müngersdorfer Stadion in Köln beim Derby gegen Gladbach. Da muss das Virus mal kurz Pause machen bei einer Inzidenz von fast 300. Naja, aber ansonsten greift der Staat in Deutschland durch mit aller Konsequenz, mit aller Härte des Gesetzes. Zum Beispiel gegen diese Frau hier. Doch lange konnte sich die Frau der Strafverfolgung nicht entziehen. Denn kurze Zeit später wurde sie im Rahmen einer Nahbereichsfahndung von den Bundespolizisten aufgegriffen. Ja, die dachte wohl, die könnte davonkommen. Immer schön drauf, deutscher Rechtsstaat. Genau wie hier, ein anderer Fall, aber es wird richtig knallhart eingegriffen. Der Aufforderung der Polizisten, stehen zu bleiben, kam der Mann nicht nach. Somit kam der vierbeinige Kollege zum Einsatz und stoppte den Flüchtenden mit einem Sprung. Ja, zerfleischter Schweinrex. Oder auch gegen diesen Straftäter schreitet der Staat mit aller Konsequenz ein. Nicht mit vier Beinen, sondern sogar mit einem Knie. Zu sehen ist ein Bundespolizist, der sein Knie minutenlang auf die Halsregion eines 53-jährigen Franzosen drückt. Minutenlang das Knie auf die Halsregion eines 53-jährigen Franzosen drücken? Moment mal, ganz kurze Frage. Warum? Was haben denn diese Leute eigentlich verbrochen? Auslöser des Einsatzes war eine Fahrkartenkontrolle. Eine Fahrkartenkontrolle? Und da liegt man dann am Ende am Boden und hat minutenlang Bullenknie am Hals? Genau, denn wer ohne Fahrschein mit Bus oder Bahn fährt, hat in Deutschland ein richtiges Problem. Wer kostenlos Bahn fährt, muss das mitunter teuer bezahlen. Einige der Schwarzfahrer landen vor Gericht und dann im Knast. Der deutsche Staat lässt Menschen festnehmen, schikanieren und in den Knast werfen, nur weil sie keine Busfahrkarte haben. Ja, das, Moment. Hä? Das kann er doch gar nicht. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Ja, doch kann er, der deutsche Staat. Denn Fahren ohne Fahrschein gilt in Deutschland als Straftat. Genau wie Diebstahl oder wie Raub oder Totschlag oder Mord oder Menschenhandel. Bei solchen Sachen, da kann die Polizei kommen und sagen, Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Und wer eine Straftat begeht, ich sag mal so, da zahlt die Teilkasko sehr selten die Rechnung. Wenn man ohne Ticket mit Bus oder Bahn fährt, bekommt man ziemlich schnell Post von der Staatsanwaltschaft. Zu verdanken haben wir das dem Paragraph 265a Strafgesetzbuch StGB. Erschleichen von Leistungen. Erschleichen von Leistungen. Das ist nicht der Titel der offiziellen Milli-Vanilli-Biografie, sondern tatsächlich eine Straftat. Wer schleicht des Nachts durch Bahn und Bus? Ein Vater mit Kind, der nach Hause muss. Sie sind festgenommen wegen Erschleichen von Leistungen. Wie heißen Sie? Und Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Viele gefährliche Kinder kriegen Federn gehabt. Schmidtchen Schleicher, das ist so ein cooler Kultsong. Wie geht denn das Lied eigentlich noch mal weiter? Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher Schmidtchen zweigt sie immer wieder an. Ah, ja, es war eine andere Zeit. Das war einfach eine andere Zeit. Muss man Schmidtchen Schleicher jetzt im Nachhinein canceln? Ich habe doch immer so gern Schmidtchen Schleicher die Woche und ich geguckt. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, Paragraph 265a. Erschleichen von Leistungen! Was ist das? Was ist das? Was steht drin in Paragraph 265a StGB? Wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe, nur weil man am Fahrkartenautomaten vorbeigeschlichen ist, ohne ein Ticket zu kaufen? Hä? Ist das nicht ein bisschen krass, ein bisschen hart? Wer denkt sich denn in Deutschland solche eisenharten Scheißgesetze aus? Ah, ja klar, Nazis!
Das Gesetz stammt aus einer Zeit, als wir Deutschen noch nicht in den Fesseln der Menschenrechtskonventionen lagen, als uns Vogue-Bubble und Cancel Culture noch nicht die Freiheit genommen haben, grausam zu anderen Menschen zu sein, als Schmidtchen noch schleichen durfte. Paragraph 265a StGB stammt aus dem Blütejahr des deutschen Rechtsstaates 1935. Aber wie kam es zu diesem Gesetz? Zwei Jahre zuvor, wir schreiben das Jahr 1933, eine markerschütternde Straftat versetzt die großdeutsche Justiz in Schockstarre. Also erst muss ich Fahrscheine kaufen, sonst gibt's Ärger. Heil Hitler! Na, das ist das gute Stück. Zwei niederträchtige Volksschädlinge, eine Verbrecherbande, hatten die Idee, zwei Pfennigstücke so lange breit zu klopfen, bis sie die Form von 10 Pfennigstücken hatten. Diese manipulierten, breit geklopften Münzen steckten die Übeltäter dann in unschuldige deutsche öffentliche Münzfernsprecher und konnten somit verboten günstig telefonieren. Doch, Führer sei Dank, die Schurken wurden gestellt und wegen Betrugs angezeigt. Doch, die deutsche Reichsjustiz hatte nun ein Problem. Denn Betrug setzt eine Täuschung voraus. Aber erstens, ein Münzfernsprecher kann man nicht täuschen, er ist ja eine Maschine. Und zweitens, gegen Betrug an Maschinen gab es damals von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Bett noch gar keine Gesetze. Und was nicht verboten ist, ist erlaubt. Der nationalsozialistische Rechtsstaat musste folglich bedingungslos kapitulieren. Und die Betrüger mit den breit geklopften 2 Pfennigstücken wurden am 18. Dezember 1933 freigesprochen. Eine juristische Niederlage, die mehr schmerzte als die Schmach von Compiègne. Darum erließen die sonst so gutmütigen Nationalsozialisten im Jahr 1935 ein neues Gesetz gegen Betrug an Automaten. Paragraph 265a Reichsstrafgesetzbuch RSTGB. Erschleichen von Leistungen. Und so war es wie immer im nationalsozialistischen Deutschland. Ende gut. Alles gut. Das neue Gesetz der Nazis galt nicht nur für Münzfernsprecher, sondern für alle Automaten, in die man Geld reinschmeißen konnte. Auch für Fahrkartenautomaten. Deswegen greift Paragraph 265a auch beim Fahren ohne Fahrschein. Wer an einem Automaten vorbeischleicht, wie Schmiedchen schleiche, ohne ihn zu benutzen, betrügt eine Maschine. Und das ist seit 1935 eine Straftat. Und Bis heute werden Menschen für eine Bagatelle eingesperrt, weil die Nazis 1935 eine Gesetzeslücke mit Kruppstahl geschlossen haben. Da sitzt man im Jahr 2021 völlig zu Recht im Knast, weil man ohne Fahrschein Bahn oder Bus gefahren ist und fragt sich natürlich schon. Was bitte, was bitte, was? Sag mir, was hab ich falsch gemacht? Hab tausend Mal nachgedacht, doch kann's mir nicht erklären. Ja, Simino, ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich kann es ja mal versuchen. Wer sich kein 3-Euro-Ticket für Bus oder Bahn leisten kann und dann als Leistungserschleicher beim Fahren ohne Ticket erwischt wird, hat natürlich erst recht kein Geld für das erhöhte Beförderungsentgelt. Das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro. Und wer dann das erhöhte Beförderungsentgelt auch nicht bezahlen kann, bekommt von einer Richterin obendrauf nochmal hunderte Euro Geldstrafe aufgebrummt. Zusätzlich. Und wenn man in der Zwischenzeit nicht reich geerbt hat oder bei gefragt gejagt gewonnen hat, kann man diese Geldstrafe natürlich auch nicht bezahlen. So einfach ist es. Aber wer eine Straftat begeht und die fällige Geldstrafe nicht bezahlen kann oder niemanden kennt, der ihn freikaufen kann, der bekommt in Deutschland eine, Achtung, Ersatzfreiheitsstrafe. Das bedeutet, man landet dann hier. Mein Gott, Walter. Ja, aber wer kein Geld hat, der kommt in den Knast. Wegen Schwarzfahrens muss eine alleinerziehende Mutter ins Gefängnis. Gegen die Empfehlung des Jugendamts. Ihren Säugling muss sie zurücklassen. Der Säugling kann auch mit dem Bus fahren, alleine, nach Hause. Aber das Ticket nicht vergessen, sonst geht er auch in den Knast. In den Knast gehen wegen Fahren ohne Fahrschein. Das betrifft in den allermeisten Fällen in Deutschland Menschen, die kein Geld haben. Ganz oft arbeitslose Leute, psychisch kranke Leute, Menschen mit Suchtproblemen
Und ja, oft Obdachlose, die auch gar keinen Briefkasten haben. Die bekommen dann zwar Post, in denen sie aufgefordert werden, zahlen sie endlich ihre Geldstrafe, aber das erreicht die überhaupt nicht. Und ja, dann werden sie irgendwann von der Polizei aufgegriffen und dann gibt es einen Haftbefehl. Liebe Jungliberale und sonstige Sozialdarwinistinnen, ich sag's ganz ehrlich, mich kotzen arme Leute auch an, genau wie euch. Arme Menschen sind für mich nichts anderes als eine Erfindung der schlechte Gewissenindustrie, damit wir uns für Christian Lindner und unsere Bitcoin-Gewinne schämen sollen. Wo müssen Obdachlose ohne Briefkästen und andere Menschen ohne Geld denn überhaupt hinfahren mit Bus oder Bahn? Sie haben unterschiedliche Sachen zu erledigen. Also es kann sein, eben zum Substitutionsarzt zu fahren, zum Arzt zu fahren, zur straffälligen Hilfe zu fahren, zur freien Hilfe oder eben zur Bewährungshilfe, zum Bezirksamt, zum Jobcenter. Das sind alles so Sachen, wo sie hin müssen und das aber nicht schaffen zu zahlen teilweise. Sozialarbeiterin, soziales Gewissen ist nur was für Schwächlinge ohne juristisches Staatsexamen, meine Meinung. Ja, aber wegen Fahren ohne Fahrschein im Knast landen, das ist ein viel größeres Problem, als wir durchschnittlichen Weltabonnenten jetzt vielleicht vermuten mögen. Allein im Jahr 2018 mussten 7000 Menschen deswegen ins Gefängnis. 7000 Menschen. Ah, oh, ich sehe, da gibt es eine Frage. Ja, der hässliche Fascho in der ersten Reihe, bitte. Aber haben Sie schon mal etwas von Sozialtickets gehört? Ja, sehr schöne Frage. Dankeschön, Herr Rechtsextremist. So eine schlaue Frage hätte ich gar nicht von jemandem erwartet, der letztens noch im Bundestag ein Mandarinennetz als Mundschutz trug, um dann ein paar Wochen später fast an Covid-19 zu sterben. Ja, Mr. Mandarinenbrain. Sozialticket habe ich schon mal von gehört. Die gibt es für Menschen mit wenig Geld, zum Beispiel in Hamburg oder in Frankfurt, Dresden, Erfurt und Mainz und in vielen anderen Verkehrsverbünden in ganz Deutschland. Es gibt nur ein Problem. Hartz-IV-Empfänger erhalten pro Monat gerade einmal 40 Euro und einen Cent. Da muss man sehr genau sein, 40 Euro und einen Cent pro Monat für Verkehr, also für Fahrten mit Bus oder Bahn. Und was kostet ein Sozialticket zum Beispiel in Dresden? Oder in Frankfurt? Und in Hamburg? In einem Drittel aller deutschen Großstädte sind die Sozialtickets so teuer, dass Menschen mit wenig Geld sie sich überhaupt nicht leisten können. In vielen deutschen Großstädten gibt es gar keine Sozialtickets, haben wir herausgefunden mit unseren Freundinnen von Frag den Staat in einer gemeinsamen Recherche. Kein Geld, kein Ticket. Kein Ticket, Knast. Pech gehabt, Peter Lustig. So, guten Tag, Fahrscheine bitte. Danke. Aha. Das ist nachher Gleis 8. Gute Reise. Hier bin ich erstmal sicher. Peter Lustig, der Mann, der uns 20 Jahre lang die Welt erklärt hat, war ein Leistungserschleicher in Latzhosen. Das gibt's doch gar nicht. Ey! Liebe Verkehrsverbünde in Deutschland, ihr ganzen HVVs, VfGs, WTVs und WTFs dieser Republik, keine bezahlbaren Sozialtickets anbieten und wenn Menschen mit wenig Geld dann trotzdem Bus oder Bahn fahren, weil sie drauf angewiesen sind, weil womit sollen sie sonst weite Strecken zurücklegen, dann zeigt ihr sie an. Was ist da los bei euch? Was ist da los? Wegen euch gehen Leute reihenweise in den Knast. Ich glaube, mein Bus hupt. Und Maskenpflicht könnt ihr nicht kontrollieren oder was? Gibt's denn niemanden, der den Paragraphen 265a StGB, diesem Nazi-Automatengesetz, mal ein bisschen auf die Pelle rücken könnte, der das abschaffen könnte? Irgendeinen edlen Ritter mit einem kraftvollen Lächeln, so strahlend schön wie ein Sonnenaufgang in Gummersbach? Der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, CDU, will Schwarzfahren entkriminalisieren. Es solle nicht mehr als Straftat geahndet, sondern als Ordnungswidrigkeit behandelt werden. Dass jemandem, der einmal keine Kurzstreckenkarte für 1,50 Euro gekauft habe, eine Gefängnisstrafe drohen könne, sei eine Fehlentwicklung. Eine 86 Jahre andauernde echte Fehlentwicklung, sagt Peter Biesenbach, CDU-Justizminister von NRW. Oder wie man außerhalb von NRW sagt, NRW, Nordrhein-Westfalen. Und Deutschlands Politiker mit der lückenlosesten Fotogalerie auf seiner Website www.peter-biesenbach.de. Wenn Sie drauf surfen, passen Sie auf, die Seite ist nicht SSL verschlüsselt. Aufpassen. Nicht verwechseln. Peter Biesenbach ist der mit dem alterfarbenen Sakko, nicht der im grünen T-Shirt. Das ist Hücki, das Stadtmaskottchen von Hückeswagen. Und Hückis Kumpel Peter, der wollte Erschleichen von Leistung also runterstufen von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit. Immerhin. Gut gebrüllt. Busy, aber naja. Eine Ordnungswidrigkeit ist eigentlich weniger schlimm als eine Straftat. Ordnungswidrigkeiten werden nicht im Strafregister eingetragen, die werden nicht jahrelang einem nachgetragen. Das ist eine Sache von ein paar hundert Euro, die zahlt man und hat sich's erledigt. Aber das sagt sich so leicht. Wenn man obdachlos ist und man gar kein Geld hat, dann ist es genauso schwer, ein paar hundert Euro für eine Ordnungswidrigkeit zu bezahlen wie für eine Straftat.
Und wenn man das nicht kann, kommt man auch in Haft. Das nennt sich dann Zivilhaft, ist im Grunde auch nichts anderes. Fahren ohne Fahrschein von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit runterzustufen, ist also nicht die optimale Lösung. Zum Glück hat Peter Biesenbach sowieso längst aufgegeben. Es lohnt sich nicht, sich zu verkämpfen, wenn erkennbar keine Mehrheit dafür da ist. Ja, Menschen mit wenig Geld haben einfach keine Mehrheiten. Ey, aber Peter Biesenbach, du musst doch kämpfen. Was soll denn Hücki denken? Ich hätte nie gedacht, dass jemand so schnell aufgibt, der am 29. April 2012 beim Musikmarsch-Marathon in Wipperfürth mitmarschiert ist. Dieser CDU-Mann, der könnte doch was bewegen. Der kann doch nicht einfach aufgeben und seelenruhig Hasen aus Hefeteig essen, wie am 7. April 2012 in Oberbech. Lecker. Wer blockiert denn Peter Biesenbach da die ganze Zeit? Wer rollt ihm Steine in den Weg? Peter Biesenbach, dieser progressive und menschenfreundliche Unionsjustizminister. Wer ist da? Ach so. Die anderen Unionsjustizminister sind es. Ich bin strikt gegen eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Wenn Schwarzfahren als Kavaliersdelikt gelten würde, wäre das ein schlechtes Zeichen für alle, die Bus und Bahn redlich nutzen. Das Justizministerium ist dennoch der Ansicht, dass es ein falsches Signal wäre, das Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Das wäre die Kapitulation des Rechtsstaates. Ja, wenn Fahren ohne Fahrschein keine Straftat mehr ist, dann bricht der Rechtsstaat zusammen, ist ja klar. Sagt die hessische CDU-Justizministerin. Ah ja, aber was sagt denn der Rechtsstaat selber dazu? Richterbund stellt Schwarzfahren als Straftatbestand in Frage. Es ist längst überfällig, Alternativen zu prüfen und zu fördern. Deutsche Bewährungshilfe. Der Leiter der JVA Dortmund argumentiert, eine Ersatzfreiheitsstrafe sei nicht das richtige Instrument, um gegen Schwarzfahrer vorzugehen. Justiz, Gefängnisse und Sozialverbände sind sich einig. Wegen Fahren ohne Ticket sollte man nicht mehr im Knast landen. Ist ja nicht mehr 1935. Aber mit der CDU wurde das nix. Und mit der SPD? Abgelehnt wurden mit der Mehrheit der Koalition ein Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke, mit dem das Fahren ohne Fahrschein straffrei gestellt werden soll. Ein damit zusammen zur Abstimmung gestellter Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion, nachdem Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden soll, wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. CDU, CSU und SPD wollten weiterhin Menschen einsperren, die sich keine Fahrscheine leisten können. Das macht nicht nur keinen Sinn, es ist auch noch arschteuer. Haftkosten variieren in den Ländern in den Jahren 2013 bis 2016 zwischen 98,10 Euro und 188,12 Euro pro Tag. Wir haben uns diesen internen Abschlussbericht einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mal organisiert und nachgerechnet. Rechnen Sie doch mal mit. 7.000 eingesperrte Menschen. Aha. 7.000 eingesperrte Leistungserschleicher pro Jahr, das sind circa 40 Millionen Euro Haftkosten. Jedes Jahr 40 Millionen Euro Haftkosten. Und das Geld für Richterinnen, Staatsanwaltschaft und so weiter kommt noch obendrauf. Von der ganzen Kohle könnte man 40 Millionen Artikel bei Teddy kaufen oder sich einen ganzen Nachmittag lang Günther Jauch mieten. Oder, völlig verrückte Idee, man könnte Fahren ohne Fahrschein einfach entkriminalisieren und macht mit diesen 40 Millionen Euro was Sinnvolles. Zum Beispiel billigere Sozialtickets anbieten, statt Menschen einzusperren, weil sie kein Geld haben oder psychisch krank sind. Könnte man ihnen auch einfach helfen und nicht ins Gefängnis stecken. Zum Glück haben wir herausgefunden, dass es etwas gibt, um zu verhindern, dass Menschen, die ohne Fahrschein Bus oder Bahn gefahren sind, in den Knast müssen. Was, bitte, was, bitte, was? Was, bitte, ja, was? Semino, beruhige dich, ich verrate es dir. Wir haben 7 Betroffene ausfindig gemacht, die wegen Fahren ohne Fahrschein ins Gefängnis müssen. Und zwar jetzt, noch vor Weihnachten. Omid für 40 Tage, Jurek für 50 Tage, David 52 Tage, Mascha und Wilhelm jeweils für 2 Monate, Francesco für 70 Tage und Karl soll wegen Fahren ohne Fahrschein für 343 Tage in den Knast. Fast ein ganzes Jahr. Die Namen haben wir aus Datenschutzgründen natürlich geändert, aber die Menschen, die Fälle, die Betroffenen sind echt alles Leute, die sich ihre Geldstrafen wegen Fahren ohne Ticket nicht leisten können und jetzt eigentlich ins Gefängnis müssten. Aber wir haben Folgendes gemacht und dazu brauche ich nochmal diesen Taschenrechner. 28 Mitarbeiterinnen des ZDF Magazin Royal haben sich freiwillig bereit erklärt, im nächsten Jahr auf ihr Jobticket bei den coolen Kölner Verkehrsbetrieben zu verzichten. Sind jetzt hier auch im Publikum, könnt ihr einmal Yay sagen bitte? 28. Yay. So klingen Menschen, die ihrer Firma 30 Euro im Monat schenken. 28 mal 30 Euro im Monat, das ergibt einen monatlichen Betrag von 840 Euro, den wir einsparen, mal 12,
Ein Gesamtbetrag von 10.080 Euro. Und mit diesen eingesparten 10.080 Euro haben wir vor 5 Tagen, an diesem Montag, wirklich wahr, die Geldstrafen von diesen 7 Menschen bezahlt. Und sie damit vor dem Gefängnis bewahrt. 7 Menschen müssen nicht mehr in den Knast, 3 Wochen vor Weihnachten. Und bevor Sie sich jetzt aufregen, liebe Mandarinennetzträger, noch eine Rechnung. Diese 7 Menschen wären zusammengerechnet 675 Tage in Haft gegangen. Ein Hafttag in Deutschland kostet im Schnitt 150 Euro pro Person. Wenn Omid, Jurek, David, Mascha, Wilhelm, Francesco und Karl in den Knast gekommen wären, also 150 mal 675, hätte das den Staat einen Betrag von 101.250 Euro gekostet. 101.250 Euro. Wir haben mit unseren 10.080 Euro Einsatz dem Staat also 101.250 Euro gespart. Faktor 10. Das skaliert, das lohnt sich. Frank Thelen. Und vor allen Dingen verbringen jetzt 7 Menschen, die sich nur keinen Fahrschein für Bus oder Bahn leisten konnten, Weihnachten in Freiheit und nicht im Gefängnis. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wow, Moment mal, Menschen aus dem Knast befreien und uns allen, der Solidargemeinschaft, dem Staat auch noch eine Menge Geld sparen, kann ich das auch? Na klar, gehen Sie einfach auf diese Website hier, freiheitsfonds.de, da erfahren Sie, wie das geht.